Ein TV-Sender plant nun eine Dokumentation über den Ruhrpotter Rapper. Allerdings wird Manuelsen dieser Bericht überhaupt nicht gefallen. Es geht um einen Betrug, einen Skandal, SEK-Einsatz und jede Menge Geld. Die Polizei ermittelt bereits. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Das Geschäftsmodell ist ziemlich einfach. Leute, die ihren Führerschein verloren haben, sollen innerhalb kürzester Zeit wieder fahren können. Sie bekommen Unterstützung bei dem Test, den sie machen müssen. Da kommen die MPU-Kings ins Spiel. Um ihre Reichweite zu maximieren, haben sie sämtliche Rapper angeworben. Von Rap-Legenden wie Haftbefehl, Massiv oder Manuelsen bis hin zu kleineren Influencern. Alle haben dafür geworben. Nun ermittelt die Polizei. Ganz besonders ist bei diesem Skandal der Fokus auf Manuelsen, der zu dem Zeitpunkt gut befreundet war mit den Gründern und auch oft im Statement das Wort übernommen hat, als der Skandal ausbrach. Nun erwartet uns deswegen eine Dokumentation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Aktuell finden noch die Dreharbeiten statt. Leute aus der Community, die bereits den WhatsApp-Kanal folgen, wissen Bescheid. Weitere Informationen dazu folgen demnächst. Rapcheck bekam übrigens eine Anfrage, bei der Doku mit dem Material behilflich zu sein. Dies wurde abgelehnt. Dass ich derjenige bin, der Führerscheine ausgibt an irgendwelche Leute. Das ist so hirnrissig und so dumm, dass das manche Leute so glauben und so ins Internet jetzt hinstellen, damit irgendwelche Ermittlungsbehörden da jetzt so ein öffentliches Interesse draus machen und so und probieren, dass ich jetzt der Mörder der Straßenunfälle bin. Das ist so unmännlich und so dumm, weil ich dafür erstens gar nicht, selbst wenn ich wollte, könnte ich dafür nicht verantwortlich sein. Okay, selbst wenn ich wollte, könnte ich dafür nicht verantwortlich sein, was irgendwo passiert in irgendwelchen Instanzen, in irgendwelchen staatlichen Instanzen, was Führerscheinausgabe und Unterschrift und Stempels und dies, das, da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Okay, da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Ich habe mich auch nicht bereichert. Ich habe mich auch nicht bereichert an irgendwelchen Leuten, weil ich schwöre euch das hier auf Allah. Allah ist mein Zeuge und soll heute mein Leben nehmen. Der soll mich diesen heiligen Freitag nicht überleben lassen. Ne? Er soll mein Leben jetzt sofort nehmen, vor euch hier im Live. Ne? Inshallah, ja, wenn ich einen einzigen Cent verdient habe durch diese ganze MPU-Sache. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Seid ihr schon gespannt auf diese Dokumentation und glaubt ihr, dass Manuelsen dazu noch ein Statement veröffentlichen wird? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.